Hallo und herzlich willkommen zu diesem mal etwas anderem Abo-Special. Wie ihr es schon gesehen habt, ich habe jetzt die 1000 Abonnenten geknackt, worüber ich mich sehr, sehr, sehr freue. Und deswegen kommt jetzt das Special endlich. Ich konnte nicht mehr warten. Ursprünglich hatte ich was ganz anderes für das Special geplant, aber durch die Situation jetzt mit dem Coronavirus und alles sowas kann ich kein Team zusammenstellen, welches mit mir ein gutes Projekt auf die Beine stellt oder kann nirgendwo richtig hin, um was Cooles für euch zu filmen. Und deswegen wird es jetzt einfach ganz normal nur ein Lauer-Video in der Natur. Weil ich gehe jetzt gerade, wie man sieht, mit Lennox spazieren und da eignet sich das natürlich ganz gut, wenn ich die Kamera jetzt einfach dabei habe und einfach ein bisschen labern kann. Also, es wird ein Laber-Video. Viel Spaß auf jeden Fall schon mal. So, fangen wir mal an, wie das alles seinen Lauf genommen hat mit dem Kanal Luki. Den Kanal habe ich ja am 26. Februar 2017 erstellt. Und zu der Zeit war noch lange nicht daran zu denken, dass ich jetzt hier stehe und die 1000 Abonnenten habe. Ich war immer schon so ein Typ der Kreativität, sei es mit Videos, mit Fotos oder mit anderen Sachen, mit Musik auch. Ich habe damals immer Musikvideos geschnitten, somit fing alles an. Ja, und dann wollte ich mich auch immer weiterentwickeln. Dann bin ich auf meinen Laptop umgestiegen, den ich halt damals dafür benutzt habe und jetzt auch immer noch besitze. Und habe dann damit meine Vlogs und alles sowas gemacht, meine ersten, die auch zu der Zeit verhältnismäßig gut ankam. Damals hatte ich ja da so noch 30, 40 Abonnenten und habe dann voll mit den Vlogs durchgestartet, die auch hier auf dem Feldweg stattgefunden haben. Ja, und das nahm dann alles seinen Lauf. Dann habe ich mir die Kamera, der ich gerade filme, geholt, um damit meine Vlogs zu machen. Vorher habe ich mir ja noch meinen Spiegelreflex geholt. Und ja, dann hatte ich ja die Kamera und dann sollte es losgehen mit den Vlogs. Dann sollte mir nichts im Wege stehen. So war es dann auch. Da ist ja auch beispielsweise das Video hier entstanden. Dann würde ich sagen, geht's jetzt? geht's jetzt los. Was ich mir auch heute noch sehr gerne öfter mal angucke, weil es einfach Erinnerungen in mir weckt. YouTube ist einfach so ein Hobby, was mir nicht nur Spaß macht, sondern was mich auch ziemlich geprägt hat und mir sehr viele schöne Erinnerungen einfach gegeben hat und mir vieles möglich gemacht hat. Deswegen wird YouTube auch immer so ein Hobby sein für mich, was ich immer, wenn ich Zeit habe, auch weiterführen werde. Deswegen geht auch ein ganz großes Dank an alle Mann raus, sei es vor der Kamera, sei es hinter der Kamera, sei es hinterm Bildschirm, alle, die immer an meinem Kanal dran teilhatten und mich bis hierher unterstützt haben. So, und dann habe ich mir noch überlegt, was könnte man anlässlich der 1000 Abonnenten machen, vielleicht irgendwie neuen Merch nochmal raushauen. Dann habe ich mir so gedacht, ja, das könnte man machen, aber ich wollte ja sowieso nochmal ein neues Merch-Design raushauen und dann habe ich mich vorangesetzt. Und ja, daraus ist jetzt das hier geworden. Link ist in der Beschreibung, wenn es euch gefällt, gönnt euch, wenn nicht, dann nicht. Und ja, wie gesagt, zum jetzigen Stand wegen Corona und so, dadurch bin ich ja ziemlich eingeschränkt, was die Videos angeht und alles sowas und auch überhaupt. Es ist einfach total langweilig, ich kann nichts mehr richtig machen, außer mal mit Lennox spazieren gehen. Aber ansonsten kann man einfach nichts mehr vernünftig machen, das ist richtig. Naja, aber was will man machen, ist halt so, ne? Ich hoffe einfach, dass sich das jetzt bald wieder legt und dass alles wieder ist wie früher. Und ja, 2020 sollte eigentlich das Jahr werden, wo ich richtig durchstarte mit den ganzen Videos und den ganzen Projekten, die ich so 2019 vorhatte. Weil 2019 war einfach nur, naja, keine Ahnung, irgendwie der Wurm drin, keine Motivation, viel mit mir selber beschäftigt und deswegen ist da absolut YouTube zu kurz gekommen. Und dann habe ich mir vorgenommen, jetzt 2020 genau das alles nachzuholen und wieder richtig durchzustarten wie 2017 und 2018. Ja, scheiße, was, wenn das Jahr jetzt schon wieder so gut anfängt hier. Also ich meine, wir haben jetzt endlich Frühling, endlich ist wieder schönes Wetter, aber der Virus geht dann einfach nur noch auf die Nerven und es ist einfach nicht schön. Ich will mich endlich wieder mit Freunden treffen, will endlich wieder das machen, was ich immer gemacht habe. Ich will wieder zur Schule gehen, ich will... Ach Mensch, das ist alles scheiße. Aber naja, so ist das. Sind wir mal lieber froh, dass es uns allen gut geht, dass wir gesund sind und dass wir auch gesund bleiben, alle Mann. Und ich hoffe, ihr auch. Und ja, ich wollte noch ein paar Leute grüßen und zwar Offiziale grüße ich und Yannick. Grüße gehen raus. Und jetzt bei 1000 Abonnenten habe ich auch endlich diese coole Community-Tab-Funktion freigeschaltet bekommen. Da habe ich ja gestern direkt schon Community-Tab rausgehauen. Ja, war ganz lustig, hat Spaß gemacht. Die Funktion werde ich dann jetzt auch mal öfter nutzen. So, Lennox. Wollen wir umdrehen? Scheint nicht. Ich hoffe aber, dass das Video trotzdem ganz cool für euch war, bevor ich gar nichts mache. Und ja, dann würde ich sagen, ich muss das nächste Mal wieder. Hoffen wir mal, dass der ganze Spuk bald vorbei ist, dass wir wieder richtig durchstarten können mit den Videos. Wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt alle gesund. Bis zum nächsten Mal und ciao.